Als erstes wollen wir uns mal ansehen, wie ein Kreisdiagramm entstehen kann. Ich habe ja jetzt mal als Beispiel gewählt, wieder unsere Erdatmosphäre, und in Bodennähe haben wir ja annähernd 77% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% Edelgase, 1% andere Gase als Zusammensetzung unserer Luft. So, und diese Zahlen kann man in einem solchen Kreisdiagramm veranschaulichen. Und du weißt ja, wie so ein Kreisdiagramm aussieht. Du weißt, 77%, das ist also rund der dreiviertelste Kreis wäre Stickstoff und vielleicht ein Fünftel dieses Kreises wäre Sauerstoff, und dann bleibt noch ganz kleine Dinge übrig für die zwei anderen Gruppen. So, aber wie komme ich dahin? Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wir wissen, ein solcher Kreis hat einen Vollwinkel von 360 Grad. Wir müssten praktisch jetzt hier einen Winkel berechnen für jeden Bestandteil. Wir müssen wissen, wie viel Grad machen 77% aus, wie viel machen 21% aus, wie viel macht 1% aus. So, das heißt also, unser Grundwert wäre in diesem Fall 360 Grad, und wir müssen jetzt im ersten unseren Prozentsatz 77% von 360 Grad ermitteln. Entsprechend müssen wir dann in den anderen Gruppen machen, also wie viel sind 21% von 360 Grad, 1% von 360 Grad, und wir erhalten dann entsprechende Angaben von Winkeln in Grad, und die können wir dann in diesen Kreis abtragen und haben dann unser entsprechendes Kreisdiagramm. Also als erstes müsstest du jetzt berechnen, 77% von 360 Grad sind wie viel Grad? 21% von 360 Grad und 1% von 360 Grad. Entsprechendes gilt natürlich hierfür. So, ermittle das bitte einmal. Ich schreibe dir anschließend diese entsprechenden Winkel an, und dann zeigen wir mal, wie man sie grafisch darstellt, und dann weißt du auch, wie ein solches Kreisdiagramm entsteht. Als erstes wollen wir uns mal ansehen, wie ein Kreisdiagramm entstehen kann. Ich habe ja jetzt mal als Beispiel gewählt, wieder unsere Erdatmosphäre, und in Bodennähe haben wir ja annähernd 77% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% Edelgase, 1% andere Gase als Zusammensetzung unserer Luft. So, und diese Zahlen kann man in einem solchen Kreisdiagramm veranschaulichen. Und du weißt ja, wie so ein Kreisdiagramm aussieht. Du weißt, 77%, das ist also rund der dreiviertelste Kreis wäre Stickstoff, und vielleicht ein Fünftel dieses Kreises wäre Sauerstoff, und dann bleibt noch ganz kleine Dinge übrig für die zwei anderen Gruppen. So, aber wie komme ich dahin? Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wir wissen, ein solcher Kreis hat einen Vollwinkel von 360 Grad. Wir müssten praktisch jetzt hier einen Winkel berechnen für jeden Bestandteil. Wir müssen wissen, wie viel Grad machen 77% aus, wie viel machen 21% aus, wie viel macht 1% aus. So, das heißt also, unser Grundwert wäre in diesem Fall 360 Grad, und wir müssen jetzt im ersten unseren Prozentsatz 77% von 360 Grad ermitteln. Entsprechend müssen wir dann in den anderen Gruppen machen, also wie viel sind 21% von 360 Grad, 1% von 360 Grad, und wir erhalten dann entsprechende Angaben von Winkeln in Grad, und die können wir dann in diesem Kreis abtragen und haben dann unser entsprechendes Kreisdiagramm. Also als erstes müsstest du jetzt berechnen, 77% von 360 Grad sind wie viel Grad? 21% von 360 Grad und 1% von 360 Grad. Entsprechendes gilt natürlich hierfür. So, ermittle das bitte einmal. Ich schreibe dir anschließend diese entsprechenden Winkel an,
und dann zeigen wir mal, wie man sie grafisch darstellt und dann weißt du auch, wie ein solches Kreisdiagramm entsteht.